Nach Wibliat, Novgaye und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Escape from Tarkov Video. Ja, es ist tatsächlich passiert, vorhin, während ich gespielt habe, wurden die Händler wieder angepasst. Das heißt, die Preise sind alle wieder beim Alten. Ups, das war nicht der Plan. Was ich ziemlich, ziemlich nice finde. Und da ich ja meinen Charakter zurückgesetzt habe. Nee, Quatsch. Genau. Es war jetzt eine Zeit lang so, dass jeder, wirklich jeder Spieler, egal welches Level, egal welche Edition vom Spiel derjenige hatte, hatte die Trader auf Königslevel. Das heißt, jeder konnte sich alles kaufen. Dann gab es halt auch noch diesen Endless Money Glitch. Das heißt, absolut nichts mehr hatte irgendeinen Wert hier in Tarkov. Dementsprechend ist dann halt jeder Bobo mit High-End-Gear rumgerannt. Was natürlich absolut nicht sein sollte. Aber dadurch, dass sie das Ganze jetzt wieder angepasst haben, muss ich jetzt wieder die Trader leveln und dafür muss ich halt ein paar Aufgaben erledigen. Das heißt, Tarkov hat jetzt wieder einen Sinn. Zumindest. Okay, Leute. Okay. Achso, ja, ich bin mit so Medium Gear im Raid jetzt. Also ich habe zwar noch genug Zeug im Stash, dass ich, keine Ahnung, locker 10 Raids Full Gear machen könnte. Aber will ich nicht. Ich suche dann doch eher die Herausforderungen. Ich bin gerade völlig neben der Spur, weil ich kann mich nur auf eins konzentrieren. Entweder aufs Reden oder aufs Spiel. Tut mir leid gerade so ein bisschen, aber ja. Ich wollte jetzt halt auch nicht Ewigkeiten im Inventory-Screen rumchillen und einfach nur labern. Aber ich denke mal, ich werde jetzt noch ein bisschen... Kommst du mal hoch hier? Ich werde schon gleich noch Zeit finden, ein bisschen zu erzählen. Erstmal heißt es hier einigermaßen Umgebung sichern. So, schnell rüber hier. Vorhin bin ich mit diesem gleichen Loadout wie jetzt reingegangen und bin am Ende Full Geared rausgekommen. Das war ziemlich nice. Ich habe 2 Full Geared Spieler weggeholt, ein paar Scavs und konnte dann noch 2 Missionen abschließen und dann bin ich auch schon rausgekommen. Lief also ziemlich nice. Ich hab gehört, wie einer seine Waffe nachgezogen hat. Aber wie, ihr wisst ja, wie das ist mit dem Headset. Ihr hört was. Und es kommt euch vor, als wenn das Ganze nur 10 Meter weg gewesen wäre, aber dabei waren es 100. Also ganz so krass ist es jetzt nicht, aber ich denke mal, der Sinn ist klar. Okay, ziemlich weit hinten. Ich glaube, bei den, vielleicht schon bei den Dorms. M4-Feuer. Ich höre schon wieder jemanden nachladen. Links hinter der Mauer. Bin ich relativ sicher. Aber wo? Okay. Dann erstmal weiter. Die andere Seite in den Wald. Den Checkpoint lasse ich jetzt mal aus. Ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich.
Tür ist auch noch zu. Was wollte ich jetzt sagen? Völlig in der Spur. Ist ja auch schon 12:30 nachts. Na, eigentlich wollte ich ja jetzt erstmal gar kein normales Solo-Raid-Video aufnehmen. Aber da ich dann jetzt gleich sowieso noch ein bisschen sketchen wollte, ich dafür dann meinen PC halt nicht brauche, dachte ich mir, hey komm, dann nutzt du die Zeit doppelt, während du sketchen tust, lässt du den PC das Video rendern. Optimale Lösung also. So haben alle gewonnen. Ihr habt ein neues Video. Und ich habe meine Zeit doppelt genutzt. Wobei ich das eigentlich gar nicht müsste, weil ich halt... Wow. Also jetzt mittlerweile, seit einer halben Stunde ist Freitag. Ich hatte gestern Donnerstag frei, ich habe heute frei und dann habe ich Wochenende. Muss dann vermutlich erst ab Montag wieder arbeiten, wobei das auch noch offen ist. Boah, diese Lags. In der Tankstelle. Nee, ich muss stehen bleiben, weil ich muss mit der MW5 definitiv auf Beine schießen. Hinten im Factory Compound ist ein bisschen Action. Alter. Ja, in der Factory. In der Tankstelle. Da ist er ja. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Er ist reingelaufen wieder. Wo ist er denn? Willst du mal down gehen? Vielleicht. Dankeschön. Damit habe ich auch schon den ersten Kill für diese Runde. Hat sich jetzt zwar nicht unbedingt gelohnt, den guten Bastardo zu töten. So heißt der nun mal. Dafür kann ich nichts. Sorry. Mac voll machen. Unbedingt. Dann gucke ich selber nochmal in die Tanke. Ich dachte, ich hätte Steps gehört. Vorne bei der Brücke. Ziemlich, ziemlich sicher. Und die Skeps sind dann am Busbahnhof halt. Immer rechts lang. Da lädt einer eine Shotgun nach. Hinten irgendwo schallgedämpfte Schüsse. Also hier ist auf jeden Fall gut was los. So, aber da jetzt halt wieder die Trader alle wieder normal sind, sage ich mal, kann sich halt nicht mehr jeder alles leisten oder auch überhaupt nicht alles kaufen. Weil wie gesagt, jeder muss die Trader jetzt wieder hochleveln. Das bedeutet dann quasi, dass man jetzt in Tarkov wieder normal spielen kann, so einigermaßen zumindest. Ja, und man hat halt wieder ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur sinnlos PvP zu betreiben. Ich meine, das war dann teilweise so, dass ich mir einfach 20 Ersas gekauft habe, die komplett durchgemoddet habe, in mein Stash gepackt habe. Und wenn ich gestorben bin, ja mein Gott, dann habe ich mir halt eine neue gekauft. Das hat mich absolut gar nicht interessiert. Interessiert, genau. Nein, interessiert, wollte ich sagen. Oh, das klang bestimmt gerade so voll böse und angry, wie ich das gesagt habe. Ist aber nicht beabsichtigt. Ich bin natürlich
ganz normal gestimmt gerade. Wo war ich jetzt? Ah, genau, dass es mich absolut nicht gejuckt hat, wenn ich gestorben bin. Es war dann sogar so weit, dass ich mit einem Weapon Case voll mit Waffen im Rucksack auf die Factory gegangen bin und dem ganzen Kram einem Axter geschenkt habe. Habe ich zwei, dreimal gemacht? Also es war zwei, dreimal erfolgreich, sagen wir mal so. Bei ein paar anderen Versuchen bin ich verreckt. Aber, guck mal da. Chefspieler. Das war mir dann trotzdem völlig egal, weil ich mir einfach alles neu kaufen konnte. Wow! Ah, er war links irgendwo bei den Büschen. Goddammit. Ja. Which Hibberts. Okay. Naja, 10,5 Minuten überlebt. Oh, ein Level 2er habe ich getötet. Wie süß. Naja, gut. Ich würde sagen, ich mache noch ein Raid. Weil sonst ist die Folge jetzt ein bisschen kurz. Ich bastel mir mal was zusammen. Was heißt basteln? Das heißt, ich werde irgendwas aus einer Kiste nehmen und gucken, was dazu passt. Und dann sehen wir uns sofort in-game wieder. Hold your fire. So. Da geht es auch schon los. Diesmal auf Woods. Ich habe dabei eine SKS, eine Packer, ein 6x47, eine Blackrock und ein Scav Backpack. Und dann so ein bisschen Kram, den man drumherum noch benötigt. Nicht mein Headset diesmal. Weil ich keins mehr im Inventar hatte und ich jetzt auch zu geizig war, mir eins zu kaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir an Geld mangelt. Nein, absolut gar nicht. Aber ich hatte einfach keine Lust. Deswegen. So, ich werde mal schön hier links lang laufen und dann so in einem Bogen rüber zum Sägewerk. Zumindest ist das der Plan. Mal sehen, wie weit ich komme. Das hängt davon ab, ob hier Leute gespawnt sind. Dann, ob diese gut gegiert sind. Dann, ob diese gut zielen können. Dann, wer wen zuerst sieht. Eine Menge Faktoren also, die ich alle nicht beeinflussen kann. Wenn man so will, ist das Ganze dann ein Glücksspiel. Aber es sieht ganz. Ja, so viel zum Thema, das sieht ganz gut aus. Da haben wir doch schon Action. Aber wo? Wo genau? Hinter der Hügelkuppe? Weiß es nicht. Werd mal nachsehen, vorsichtig. Medis gebindet hab ich. Bravanovka. Ich habe überlegt, dass ich zwischendurch zocke ich halt auch solo Tarkov. Oder mit Freunden, whatever. Und da sind ja dann doch mal ein paar ganz coole Situationen dabei. Dass ich quasi am Ende von den Solo-Raids hier so wie jetzt, also wo ich ganz normal spiele, nicht RTG oder so, keine Streams, dass ich da am Ende halt immer so, keine Ahnung, ein, zwei von diesen, ich sag jetzt mal, Highlights mit hinten ranhänge. Ist vielleicht ganz witzig. Ich habe jetzt gerade zwei Stück direkt parat. Da hinten. Hat sich nur hingelegt, oder? Da jetzt hinzurennen ist eigentlich richtig dumm. Aber hey. Dumm haben meistens Glück. Der ist in der Grube. Jetzt fehlt mir eine Granate. Oh, guck mal, da liegt ja was. Ist das ein Tri-Zip oder ist das nur ein Stein?
Boah, nicht lecken. Aber ich weiß jetzt wenigstens, woher diese Lecks kommen. Die entstehen nämlich dann, wenn Scavs spawnen. Irgendwo auf der Map. Hey. Ach, hier liegt er ja. Oh, es war so ein Spieler und kein Scav. Ups. Ja, moin. Erstmal eine Ersatz-Kiva. Nice, nice. Ich glaube, dann spiele ich doch lieber die Ersatz. Ah, und da sind doch meine Granaten, die ich gerade vermisst habe. Das ist so lustig in den letzten Tagen, ne? Immer, wenn ich irgendwas mit Granaten anspreche, egal was. Entweder explodiert dann eine Granate, keine 2 Sekunden später, oder ich finde Granaten, so wie jetzt. Voll geil. Ich muss das ein bisschen umstrukturieren hier. IFAC kommt auf jeden Fall mit. Painkillers, nee, kommen genauso mit. Die Weste lasse ich da. Weil brauche ich nicht und so. Wobei doch, die Weste nehme ich mit. Ah, nee, die Granate lasse ich draußen. Die brauche ich vielleicht noch. Und ich habe mir schon wieder viel zu viel Zeit gelassen beim Looten. Aber hier ist auf jeden Fall noch ein guter Spieler irgendwo gewesen. Hier. Oder das ist jetzt der Skeff. Nein, das ist auch ein Spieler gewesen mit einer AK-74N, die ich jetzt wieder einen Scheiß auf die Weste. Den Kram hier rüber. Dann nehme ich die AK auch noch mit. Und ein Headset. Ah. Wozu Headsets kaufen, wenn du sie in Raid findest? Und Painkillers. Damit bin ich auch schon fast voll und kann mich eigentlich schon wieder Richtung Ausgang begeben. Das werde ich auch so langsam tun. Nur werde ich halt nicht durchrushen. Ich werde halt schon noch so ein bisschen rumlatschen hier, ein bisschen gucken. Und gucken, was noch so geht. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Was ist denn nur heute los? Ich habe absolut keine Ahnung. Völlig neben der Spur. Ein bisschen weiter hier im Wald. Dass ich eventuell da drüben was sehe, aber selber auch nicht so einfach gesehen werde. Soundtechnisch dürfte das für euch eigentlich passen. Das habe ich vorher geguckt. Zwar jetzt nur in der Factory, aber ich denke mal, das. War das ein Busch jetzt nur oder ist da gerade ein Wesen durchs Bild gelaufen? Ah, jetzt sind wieder Skeps gespawnt. Lauf mal langsam und vorsichtig in die Richtung. Mein Mac ist voll, ne? Nein. Na gut, aber 18 Schuss sollte eigentlich passen. Hinaus aufs offene Feld. Die beste Idee, die man haben kann. Kappa. Und nein, ich habe mich getäuscht. Es war mal wieder nur ein Busch. Ja, also sonst. Da ich ja gerade selber jetzt wieder relativ weit am Anfang bin, sage ich mal. Ich bin ja jetzt gerade mal Level 20 und ich muss sagen, es kotzt mich echt an. Mein Charakter kann einfach nichts. Also er kann nicht lange sprinten, er kann nicht schnell laufen, er kann nicht viel tragen. Das ist da hinten, lief ein Skeff. Aber den habe ich auch nur gesehen, weil der Baum halt gerade nicht gerendert war. Und zack, da ist er und jetzt hätte ich ihn wieder nicht gesehen. Also weiß ich, im Sägewerk ist auf jeden Fall ein bisschen was unterwegs. So, war er schlau? Ja, er war schlau und hat oben das kleine Scope auch noch reingemacht. So, aber bis auf den Scav habe ich jetzt hier nichts gesehen. So, was war das jetzt für eine.
Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Dankeschön. Ich hatte schon Panik. Und den Death Screen vorm Auge gehabt. Wo? Oh. Alter Schwede. Da links. Holy shit. 31 HP. Der MP 153. Die kann durch den Baum juckeln? What the fuck, Mann? Guckt euch das an. Ich bin komplett im Arsch. Also so fast ist zwar nur ein Beinschrott, aber alter Schwede. Also, die Skeps sind ja unmenschlich unterwegs wieder. Puh. Mich so erschrocken. Holy moly. So, das sollte es gewesen sein. Die MP53 kann ich nicht mitnehmen, weil mein Rucksack zu klein ist. Sonst hatte der auch nichts Interessantes mehr. Aber jetzt lohnt es sich halt auch wieder zu looten. Das war ja vorher, wie gesagt, überhaupt nicht der Fall. Und das finde ich schön, weil ich meine, darauf kommt es doch in Tarkov an, um dieses Grinding. Ich meine, das klingt zwar monoton, wenn man so sagt, wenn man gefragt wird, ja, worum geht's denn in Tarkov? Ja, du musst ja halt Loot zusammen grinden. Aber ist es nicht, weil eigentlich jeder Raid fast einzigartig ist und es gibt unendlich viele Situationen, in die du geraten kannst, und deswegen liebe ich dieses Spiel auch einfach und ich freue mich halt riesig auf den kommenden Patch 0.8. Da wird es ja einige Neuerungen geben. Ich glaube, darüber habe ich im letzten Stream, den ich hochgeladen habe, ein bisschen was erzählt. Ja, moin. Irgendwo da drüben, hinter dem Felsen, hinter den Bäumen. Kann ich nicht sehen. Eine Weste? Schwer zu sagen. Ja, also da lang zu laufen wäre jetzt quasi Selbstmord, weil, na, wobei meine Armor ist eigentlich noch fast intakt, weil die Skeps, die schießen ja immer nur auf die Beine, ne? Deswegen ist es eigentlich scheißegal, ob du eine Ford Armor oder eine Packer hast. Ich bevorzuge zurzeit eher die Packer. Weil du halt noch... Da war er. Auch klares Schussfeld. Er ist definitiv noch am Leben. Ich habe ihn vielleicht einmal getroffen ins Bein, also jetzt nicht so großartig gravierend. Oh, und ich glaube, das wird eine längere Folge. Außer ich sterbe jetzt innerhalb der nächsten 2 Minuten. Aber ich hoffe es natürlich nicht. So, aber ich muss jetzt schnell wegmoven. Die Ersas ist ja doch verdammt laut ohne Schalldämpfer. Die hörst du über die halbe Map. Dementsprechend Planänderung. Ich gehe nicht am Strand lang. Ich werde so rumlaufen. Kurz nachladen. Inventar korrigieren. Mac voll machen. SKS in die Hand. Und weiter geht's. Mein Herz ist schon wieder on fire. Aber das ist absolut verständlich. So, eigentlich müsste ich jetzt hier noch einmal um den Felsen rumlaufen, um eventuelle Skeps hier wegzumachen. Aber ich gehe das Risiko ein. Und laufe jetzt hier einfach straight rüber.
Da links läuft einer. Vielleicht gehittet, nicht sicher. So, wenn der mir jetzt von da mit der Shotgun gibt, ne? Und ich sterbe. Also dann ist hier wirklich Eskalation angesagt. Oh nein. Ich hab mir keine Painkillers gebindet. Keine neuen. So, jetzt schon. Liegt der da oder ist das nur ein Stück vom... Nee, nee. Das ist... Spielgeometrie. Oh, da gab es einen Querschläger in meine Richtung. Und da hinten ist halt immer noch Hard Action. Wie gesagt, ich gehe außen lang. Eine M4 ist da auch noch am Start. Wobei, das hätte auch eine AK sein können. Das ist eine Shotgun. Fische, die aussehen wie Leichen. So, weiter geht's. Also jetzt merke ich schon für mich, dass es... Also ich bin angespannter unterwegs auf jeden Fall, weil... Wie gesagt, jetzt hat halt auch alles wieder den ursprünglichen Wert. Jetzt zwar nicht vollständig, weil... Ist halt Late Game, du findest halt... Deutlich öfter meine Ersatz, weil es halt viele High-Level-Spieler gibt. Aber trotzdem ist mir das jetzt schon wichtiger, dass ich die rausbringe als gestern noch. Vor allem die Preisänderung, die kam einfach so von jetzt auf gleich. Es gab nicht mal ein Update, was man runterladen musste. Das war, ich habe mich für einen Raid vorbereitet. Die Preise waren halt wieder spottbillig, ne? Hab mir halt alles zusammengekauft. Dann bin ich im Raid, geh wieder raus, will so ein bisschen Kram verkaufen. Und dann sehe ich so, wieso sind meine Trader nicht mehr auf Maximum? Ist das gerade ein Anzeigebug oder so? Weil ich konnte dann halt auch nicht mehr alle Items kaufen. Also habe ich Tarkov neu gestartet, weil ich halt... Wie gesagt, dachte, es ist nur ein, die Fehler. Dahinter ist noch einer, er hat darauf geschossen. Aber nein. Es ist so geblieben. Positionswechsel. Falls der einen Mate hat, wird er gecallt haben, dass ich von hinten geschossen habe. Und das will ich... natürlich vermeiden, indem ich mich woanders hinstelle. Die Ecke hier ist halt auch gefährlich, weil ich halt keine Einsicht in irgendwas habe. Zumindest, oh, neues Gas gespawnt. Zumindest nicht so, wie ich das gerne hätte. Und mitten am Wald, im Wald hier gibt's zig Möglichkeiten, wo man sich verstecken kann. Also den Typen zu finden, auf den er jetzt geschossen hat, ist quasi die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber vielleicht hat er ihn ja auch erwischt. Da ist er. Das ist Granate. Den Schuss. Ich hoffe, das reicht jetzt. Hat ihn die Granate erwischt? Ein Ast? Nee. Ah, oh, ist nur ein Baum. Aber da liegt doch einer, oder? Nee, ist auch nur ein Ast. Gott verdammt, wo ist der hin? Ich hab schon da richtig Panik, ey. Du siehst einen, du schießt auf ihn, du wirfst Granaten. Und er ist einfach verschwunden. So, 8 Schuss, jetzt wurden... Wow! Ah, nein, 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 nein!
wie ich diese Skeps hasse. Natürlich ins Bein wieder, ey, das gibt's doch nicht. Egal, was soll's. Scheiß drauf. Zwei Spieler und ein paar Skeps. Überhaupt nichts Besonderes. Ja, das war's dann jetzt soweit erstmal. Ja, viel gibt's nicht zu sagen für mich. Außer natürlich, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen. In den nächsten Tagen kommen jetzt natürlich wieder häufiger Videos, weil, wie gesagt, Tarkov hat für mich jetzt einfach mal noch wieder einen neuen Grund zum Spielen. Deswegen mache ich das auch. So, ich hau euch jetzt noch ganz kurz die zwei Highlights ran. Also Highlights so in Anführungszeichen, ne? Die Tonqualität ist halt anders, eher bescheiden, weil ich das Ganze nicht regulär aufgenommen habe, sondern nur mit Shadowplay gespeichert habe. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da mein Mikro richtig einstelle, dass ich da nicht übersteuere, dass die Leute aus dem TS einigermaßen laut genug sind und solche Sachen halt. Also, das bitte ich zu entschuldigen und dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ach, gar keinen, ist nur seine Weste. Skeps-Spieler hinten am blauen Container ist tot in 3, 2, 1. Göttlich. Ja, du bist tot, wa? Fuck. Wieso stirbst du immer? Woher soll ich das wissen? Weißt du von wo? Nö. Da ich links hauptsächlich getroffen wird, wird da links unten stehen von der links. Also von der Brücke aus meinst du? Von dem Übergang, ja, auf der rechten Seite, wenn du jetzt rausguckst. Warte mal, ich höre ihn rennen. Ich hab ihn down gemacht, er ist full geared. Nice. Und ich hab ihn mit einer Pistol down gemacht.